Ich begrüße Sie beim Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum. Mein Name ist Christian Gudert. Wir haben hier eine Präsentation zum Thema Herbstaussaat von Sommergetreide für Sie vorbereitet. Die Herbstaussaat von Sommerweizen, dem sogenannten Wechselweizen, ist ja bereits seit etlichen Jahren in der Praxis etabliert und hat auch in Thüringen eine gewisse Bedeutung. Auch bei Sommerhartweizen und Sommertritikale war die Herbstaussaat immer mal wieder ein Thema. Mit dem Anbaujahr 2018, 2019 hielt dann auch die Herbstaussaat von Sommerbraugerste Einzug in die Praxis. In der Reihe der Sommergetreidearten fehlt hier der Hafer, aber auch dazu sind entsprechende Überlegungen zu treffen. Insbesondere bei der Sommerbraugerste lässt sich aufgrund der ersten erfolgreichen Jahre ein zunehmendes Interesse in der Praxis feststellen. Zudem gibt es Einflussfaktoren, die künftig noch stärker für die Herbstaussaat von Sommergetreide sprechen könnten, zum Beispiel die klimatischen Verhältnisse und Entwicklung. Die Herbstaussaat von Sommergetreide erfolgt natürlich nur deshalb, weil man sich davon Chancen und Vorteile verspricht. Zu den möglichen Vorteilen gehören die Anpassung an die klimatischen Veränderungen durch eine überwiegend bessere Ausnutzung der Winterfeuchtigkeit für Wachstum und Ertragsbildung, ein früherer Beginn der Kornfüllungsphase und damit gegebenenfalls ein weniger starker Einfluss von Trocken- und Hitzephasen im Sommer, ein grundsätzlich höheres Ertragspotenzial und stabilere Erträge, eine höhere Qualitätssicherheit bezüglich der Kornqualität und gemeint ist hier speziell der Vollgerstenanteil. Und bei späten Aussaatterminen im Herbst ist die Frühwuchsigkeit des Sommergetreides gegenüber Wintergetreide für die Entwicklung in der Vegetation günstig. Es gibt jedoch auch potenzielle Nachteile, deren man sich bewusst sein sollte. Hier sind zum Beispiel folgende Punkte zu nennen. Das Risiko von Auswinterungsschäden. In diesen Fällen muss die Aussaat im Frühjahr günstigstenfalls mit der gleichen Sorte wiederholt werden. Es besteht eine Einschränkung bei der Ungrasbekämpfung, da der zeitliche Spielraum dafür kürzer ist als bei Frühjahrsbestellungen. Und grundsätzlich ist auch der Krankheitsdruck bei der Sommergerste speziell mit Rundhysporium und gegebenenfalls auch die Lagegefahr wegen der dichteren und längeren Bestände höher. Das heißt, dass in Abhängigkeit der Jahresbedingungen der Fungizid- und Wachstumsregleraufwand gegenüber Frühjahrsaussaaten höher sein kann. Mit dem Thema Überwinterungsfähigkeit befassen wir uns im Rahmen entsprechender Provokationsversuche in unseren Kastenanlagen. Und da haben wir auch das Sommergetreide mit aufgenommen. Sie sehen hier ein Foto vom Februar 2021, in dem die Sommergersten Frösten von unter minus 20 Grad Celsius ausgesetzt waren. Die Pflanzen, die hier grün durchschimmern, gehören allerdings zur Winterbraugerste KWS Somerset, welche als Vergleich mitgeprüft wurde. Das Foto vom April 2021 bekräftigt die ersten Eindrücke. Das waren natürlich extreme Bedingungen. Sie zeigen aber, dass die Überwinterungsfähigkeit aller hier geprüften Sommergerstensorten schwächer ist als die der Winterbraugerstensorte KWS Somerset. Unter den Bedingungen des Winters 2021-22 überlebten dagegen alle Sommerbraugerstensorten, auch die Provokationsversuche. In den Versuchsparzellen auf dem Freiland starben im Winter 2021-22 wie auch in den Vorjahren vereinzelte Pflanzen durch Fröste ab. Dies war aber so gering, dass es im gesamten Bestandesbild kaum auffiel. Es stellt sich die Frage, ob die Gefahr von Auswinterungsschäden aufgrund der klimatischen Veränderungen mittlerweile an Bedeutung verloren hat, beziehungsweise wie häufig solche Ereignisse auftreten können. Grundsätzlich gilt, dass ein solches Risiko regional unterschiedlich zu bewerten ist. Die Gefahr von Auswinterungsschäden im Getreide ist in kontinentaleren Lagen, wie zum Beispiel in Ostdeutschland und speziell im nordöstlichen Gebiet, sicherlich größer als in milderen und maritimen Gebieten des Landes. Eine Prognose, in welchem Jahr und wo genau dies der Fall sein wird, ist natürlich nicht möglich. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass dieses Risiko grundsätzlich immer besteht. Nach einem erfolgreichen Testanbau von Sommerbraugerste in den Versuchsstationen in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt haben sich die drei Bundesländer im Jahr 2020 zu einem offiziellen Sortenversuch mit Sommerbraugerste in Herbstaussaat entschieden. Die Versuche wurden analog zu den Landessortenversuchen als zweifaktuelle Versuche geführt.
Sie wurden an 5 Löschstandorten angelegt, an denen auch die Landessortenversuche mit Winterbrau- und Sommerbraugerste stattfinden und somit gute Vergleichsmöglichkeiten vorhanden sind. Die Versuche wurden zwischen dem 25. Oktober und 5. November mit einer Saatstärke von 240 bis 260 keimfähigen Körnern je Quadratmeter gesät. Bei der Sorte Amidala und der Winterbraugerstensorte KWS Somerset, die zum Vergleich in den Versuchen stand, war die Saatstärke etwas höher. Neben diesen beiden Sorten Amidala und KWS Somerset standen auch Avalon, RGT Planet, Leandra, Prospekt und KWS Jesse in der Prüfung. Als Vorteil wurde eingangs das zeitliche frühere Durchlaufen der Entwicklungsabschnitte angesprochen. Sie sehen hier ein Foto vom 30. Juni 2021, welches auf der linken Seite die Herbstaussaat und auf der rechten Seite die Frühjahrsaussaat der Sommerbraugerste zeigt. Beispielhaft habe ich hier für das Jahr 2021 die erfassten Termine von Herbst- und Frühjahrsaussaat am Standort Dornburg gegenübergestellt. Danach wurde in der Herbstaussaat das Ehrenschieben 20 und die Gelbreife 12 Tage früher erreicht. Diese Unterschiede werden natürlich immer sehr jahres- und auch standortspezifisch zu bewerten sein. Im Ergebnis des ersten offiziellen Prüfjahres 2021 war natürlich der Vergleich von Korn- und Vollgerstenerträgen von Herbst- und Frühjahrsaussaat von großem Interesse. Sie sehen hier die jeweiligen Erträge der Sommerbraugerstensorten Avalon, RGT, Planet, Leandra, Amidala, Prospekt und KWS Jesse im Mittel der 5 Löschstandorte aus der mit Fungiziden behandelten Stufe. In der Herbstaussaat lagen die Kornerträge mit 85 Deziton pro Hektar, knapp 14 Deziton pro Hektar über denen der Frühjahrsaussaat, also etwa 20% höher. Bei den Vollgerstenerträgen wurde ein vergleichbares Niveau erreicht mit tendenziellen Vorteilen bei der Herbstaussaat. Eine weitere wichtige Frage war zudem, ob es Sorten gibt, die im Vergleich untereinander in der Herbst- oder aber in der Frühjahrsaussaat eine höhere Vorzüglichkeit zeigen. Während zum Beispiel Avalon oder Amidala in der Herbst- und in der Frühjahrsaussaat im Sortenranking in etwa gleich zu bewerten waren, zeigten RGT Planet und Leandra 2021 in der Herbstaussaat eine höhere Vorzüglichkeit als in der Frühjahrsaussaat. Das galt vor allem für die Sorte Leandra, die in den Kornerträgen bei Frühjahrsaussaat innerhalb dieser Sorten nur den 5. Platz einnahm, in der Herbstaussaat jedoch gemeinsam mit RGT Planet an der Spitze stand. Hier muss jedoch deutlich darauf hingewiesen werden, dass sowohl in Bezug auf das Anbauverfahren als auch auf die Eignung der Sorten weitere Prüfjahre zwingend erforderlich sind. Einer der angesprochenen Nachteile der Herbstaussaat von Sommerbraugerste liegt im höheren Infektionsrisiko mit Rhynchosporium, vor allem nach milderen Wintern. Und das traf auch im Anbaujahr 2020-2021 zu. Der Vergleich der beiden Saattermine zeigt anhand der unbehandelten Stufe, also ohne Fungizide, dass die Krankheit in der Frühjahrsaussaat 2021 so gut wie gar keine Rolle spielte. Ganz anders sah es dagegen in der Herbstaussaat aus, in der generell ein stärkerer, an einigen Standorten sogar ein starker Befall auftrat. Die Boniturnoten im Mittel von 4 Standorten verdeutlichen, dass es Sortenunterschiede gibt. Hier war vor allem die Sorte Leandra mit einem deutlich geringeren Rhynchosporiumbefall hervorzuheben. Anhand von einer Folie möchte ich Ihnen zur Fragestellung der Saattermine auch Informationen zum Weichweizen mitteilen. Am Standort Dornburg haben wir seit vielen Jahren einen Versuch, in dem 2 Winterweizensorten und mehrere Sommerweizensorten Mitte November ausgesät werden. Hier bietet sich ein Vergleich zum Landessortenversuch Winterweizen, der Ende September bzw. Anfang Oktober zur Aussaat kam, sowie zum im Frühjahr gesäten Landessortenversuch Sommerweizen an. Für diesen Versuch wurden nur Sorten der Qualitätsgruppen E und A herangezogen. Da es sich lediglich um diesen einzigen Standort handelt, ist das natürlich nur exemplarisch und ein langjähriger Auswertungszeitraum
deshalb besonders wichtig. In diesem Fall beziehen sich die Daten auf ein 10-jähriges Mittel im Zeitraum von 2012 bis 2021. In der normalen Herbstaussaat im Landessortenversuch Winterweizen wurden die höchsten Kornerträge erzielt. Sie wurden hier in der Grafik auf 100% gesetzt. Die Kornerträge von Winterweizen und Sommerweizen, dem sogenannten Wechselweizen, die Mitte November gesät wurden, lagen im Durchschnitt der Jahre und Sorten ca. 20% darunter. Der Wechselweizen übertraf jedoch den Sommerweizen im Frühjahrsaussaat um durchschnittlich 12%. Es gab bei dem im Herbst gesäten Sommerweizen zwar in den letzten 10 Jahren an diesem Standort keine Auswinterungsschäden, dennoch ist darauf hinzuweisen, dass dieses Risiko besteht und grundsätzlich höher einzuschätzen ist als bei vielen Winterweizensorten. Abschließend möchte ich bei der Thematik Herbstaussaat von Sommergetreide auf Hafer zu sprechen kommen. Es stellt sich die Frage, ob das wie bei Sommergerste und Sommerweizen auch bei Hafer Sinn macht. Ich denke, es ist ein Versuch wert, zumindest auf Löschstandorten. Warum das so ist, möchte ich auf den folgenden 4 Folien zeigen. Die Löschstandorte Dornburg in Thüringen und Nossen in Sachsen gehören im Rahmen der mitteldeutschen Sorgenprüfung zu den ertragsstärksten Standorten. Bei nahezu allen Getreidearten werden die Erträge der Verwitterungsstandorte übertroffen, zumeist sogar deutlich. Eine Ausnahme ist jedoch der Hafer. Sie sehen in dieser Abbildung, dass die Kornanträge von Hafer auf den sächsischen Verwitterungsstandorten Christgrün und Forchheim im Mittel der Jahre 2011 bis 2020 deutlich höher sind. Auch bei den Qualitätseigenschaften werden auf den Verwitterungsstandorten die besseren bzw. höheren Qualitäten erreicht. Das trifft insbesondere auch für das wichtige Abrechnungskriterium Hektolitergewicht zu. Und auch bei der Schälhaferproduktion für die menschliche Ernährung bestehen im Kriterium Stelzenanteil, welcher möglichst gering sein sollte, deutliche Vorteile auf den Verwitterungsstandorten gegenüber den Löschstandorten. Beim Blick auf die Charakteristik der 4 ausgewählten Standorte wird schnell klar, wo die Ursache dafür liegen kann. Die Löschstandorte Dornburg und Nossen weisen zwar gegenüber den Verwitterungsstandorten Christgrün und Forchheim die deutlich höheren Ackerzahlen auf. Die Verwitterungsböden kennzeichnen jedoch höhere Jahresdurchschnittsniederschläge und, verbunden mit der Höhenlage, eine geringere Jahresdurchschnittstemperatur. Diese beiden Parameter, Wasserversorgung und moderate Temperaturen, sind für einen erfolgreichen Haferanbau wichtige Voraussetzungen. Auf den Löschstandorten fehlt es dagegen in der Hauptvegetationszeit häufig an Wasser und die Temperaturen, oft auch verbunden mit Hitzetagen, liegen deutlich höher. Die Frage, die sich stellt, ist, ob durch die Herbstaussaat des Hafers die Winterfeuchtigkeit besser ausgenutzt und sensible Entwicklungsabschnitte in einen weniger kritischen Bereich hinsichtlich Temperaturen und Niederschläge vorverlagert werden können. Lassen sich mit der Herbstaussaat von Hafer höhere und stabilere Erträge und Qualitäten realisieren? Vorab ist zu sagen, dass natürlich auch hier die gleichen Risiken und Nachteile wie bei Sommerbaugerste und Herbstaussaat zum Tragen kommen können. Wir haben am Standort Dornburg im Herbst 2021 einen ersten Versuch dazu angelegt. Die Aussaat erfolgte am 18. Oktober bei einer Saatstärke von 300 Keimfehlenkörnern je Quadratmeter. Das Sortiment umfasst die Sommerhafersorten Delfin, Lein und Max, die auch im Landessortenversuch in der Frühjahrsaussaat geprüft werden. Und zum Vergleich haben wir die Winterhafersorte Rhapsody mit im Versuch. Aktuell ist zu diesem Versuch zu sagen, dass der Hafer den milden Winter sehr gut überstanden hat. Es kam lediglich zur Erfrierung der Blattspitzen aufgrund der 2-stelligen Minusgrade am 2. Weihnachtsfeiertag. Und das war ähnlich wie bei der Herbstaussaat mit Sommerbaugerste. Dieses Bild hier zeigt den Versuch am 23. Mai diesen Jahres. Sie sehen also, dass der Versuch sich momentan optisch in einem sehr guten Zustand präsentiert und wir sind auf die Ergebnisse und den Vergleich zum Sommerhafer in der Frühjahrsaussaat gespannt.
An dieser Stelle möchte ich auf die Termine unserer diesjährigen Sommerfeldtage hinweisen. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie dort begrüßen können. Danke und bis dahin.